Willkommen zur Sitzprobe. Bisher wurden alle Songs nur mit Klavierbegleitung gesungen. Das erste Mal erleben alle Beteiligten nun, wie das Wunder von Bern tatsächlich klingt. Das war mein Heim, war mein Zuhause. Ich kenne mich trotzdem nicht mehr aus. Ich will wieder heim, zurück zu den Stunden, wo meine Familie und anständig waren. Wir haben uns erreicht und doch nicht gefunden. Das ist nicht das Bild auf den besseren Jahren. Für alle hier ist diese Probe ein ganz besonderer Moment. Da sitzt, denkt man, oh, das später auf der Bühne und das wird der Hammer. Also ich hatte nasse Hände. Also da kommt eine Energie zusammen und das ist immer wieder berauschend. Also solche Proben sind total berauschend. Als Mathis angefangen hat zu singen, boah, heute Abend habe ich sofort geheult. Ich hab sofort geheult. Ja. Darsteller, Musiker und Produzenten stehen kurz vor ihrem Ziel. Und das ist jetzt so wow, man fühlt sich so richtig gut, weil es ist so voll auch, wenn man singt. Ich finde es echt saugeil orchestriert, muss ich sagen. Also da sind viele Dinge, die ich nicht erwartet habe. Ich habe auch nicht erwartet, dass die Band so groß ist. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, die ist ein bisschen kleiner, dass wirklich auch Streicher dabei sind, Bläser dabei sind. Das hat mich schon umgehauen. Ich bin selber auch sehr, sehr glücklich, was wir heute Abend hier erleben. Freut euch. Es wird ein Kracher. Nach 2,5 Jahren Vorbereitung ist es endlich soweit. Premierentag. Prominente aus Show, Sport und Politik werden erwartet. Auch Detlef Leistenschneider ist dabei. Mit eisernem Willen und guter ärztlicher Betreuung hat er es geschafft. Sein Fuß ist wieder heil. Ich bin einfach nur froh, dass es alles so gut ging, was wir vorher geplant haben, dass irgendwie nichts dazwischen gekommen ist. Jetzt ist es so, dass das Stück abgeschlossen ist und dass jetzt unsere eigentliche Arbeit damit anfängt, mit diesem Stück, das Stück sacken zu lassen, mit dem Stück jetzt umzugehen, das Stück, ich sag immer, in den Mund zu nehmen und irgendwie durchzukauen und da alles rauszuholen, was man rausholen kann. Hinter der Bühne herrscht eine Mischung aus Vorfreude und steigender Hektik. Gibt's hier nackte Frauen? Hallo! Die Darsteller schwirren in den Gängen und Garderoben herum und verteilen kleine Toi-Toi-Toi-Geschenke. Eine alte Theatertradition, die Glück bringen soll. Das ist eigentlich der größte Stress am Premierentag, oder? Das alles irgendwie hinzukriegen. Es ist einfach, jetzt haben wir es geschafft und jetzt ist es am Punkt, wo wir es jetzt zeigen können. Was fertig ist. Das Stück ist fertig. Ja, ich bin total gerührt jetzt. Es ist einfach irgendwie, man hat so viel auch gelitten und es war eine harte Phase. Ja, es war eine harte Probezeit. Den Herpes schon. 10 Wochen schweißtreibende Proben liegen hinter dem Team um Gil Mehmet. Die Darsteller beherrschen jetzt den Ball. Das Kinderensemble steht fest. Nach Castings und Auditions, nach schicksalhaften Erlebnissen und technischen Herausforderungen sind alle Hürden genommen, alle Probleme gelöst. Einem glanzvollen Auftritt steht nichts mehr im Weg. 15 Millionen Euro hat das Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt in das neue Musical investiert. Innerhalb von 1 bis 2 Jahren muss das Geld wieder eingespielt sein, sonst wird es ein Verlustgeschäft. Mit dem Wunder von Bern erfüllt sich auch ein ganz persönliches Versprechen von Stage-Entertainment-Gründer Joop van den Ende. Ja,
Als ich vor 15 Jahren in Deutschland gestartet bin, habe ich meinen Mitarbeitern versprochen, dass wir die großen internationalen Shows auf die Bühne bringen. Aber dass wir auch neue, eigene Stoffe entwickeln, mit deutschen Themen. Und heute Abend ist es soweit. Eine eigene Show, das ist so aufregend. Much more exciting, a new show. 23. November 2014. Große Erwartungen am Premierenabend. Ich glaube, Schauspieler sind jetzt im Moment sehr aufgeregt, denn ich habe auch viele Premiere und Musical-Premieren sind etwas Unglaubliches. Also das Adrenalin pur. Ich bin total gespannt. Ich habe gar keine Vorstellung, wie man diesen großartigen Film in ein Musical umsetzen kann. Also ist mir ein Rätsel. Der Bühnenbildner hat mir von unglaublichen Effekten erzählt, auf die ich sehr gespannt bin. Ich habe gerade noch zu Ramona und zu Julina gesagt, ich möchte mal wissen, wie man Fußball in ein Musical packt. Für mich bedeutet Musical immer tolle Musik. Und ja, ich weiß nicht, Fußball bin ich jetzt nicht der größte Fan unbedingt von Fußball. Nee. Aber mal schauen, ob mich das Musical nicht hinterher doch umhaut und ich sage, wow, toll, dass ich es gesehen habe. Vor allem ist es ja auch ein Stück deutsche Geschichte. Und das ist ich glaube, das ist gerade genau so spannend daran. Kurz bevor sich der Vorhang zum ersten Mal öffnet, trifft sich das Team zum sogenannten Circle hinter der Bühne. Zum letzten Mal motiviert Regisseur Gil Mehmert seine Mannschaft. Circle! Alle herkommen! Circle! 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 Also, im Fußball sagt man ja oft und gerne und hat schon manches Turnier damit gewonnen, die Mannschaft ist der Star. Hier ist das aber so, wenn man in Rock'n'Roll reinguckt zum Beispiel oder in So wird das nie wat. Dann sieht man da so ein paar Protagonisten, die singen ganz viel. Man sieht aber all die anderen und weiß, wie geil die sind und fragt sich, wieso singen die nicht? Wieso haben die kein Solo? Wo ist deren Arie? Weil ihr seid so toll. Hier ist jeder in der Mannschaft ein Star. Das ist es nämlich. Leute, wir sind ein Team. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind eine Seele. Wir gehen da raus und wir schießen das Ding durch die Decke. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Leute. Showtime. Und wer ist das? Hassani! Goodbye, Daddy! Ich verbiete dir hier mit jeglichen Umgang mit Soldaten. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Helmut. Helmut Rahn, wer ist der eigentlich? Das ist dein bester Freund. Wunder geschehen. Mensch, Papa! Ein richtiger Lederball! Damit bin ich ja der König auf dem Bolzplatz! Welche Strategie verfolgen Sie? Wissen Sie, junger Mann, der Ball ist rund und dein Spiel dauert 90 Minuten. Ich muss wirklich los. Du drückst mir einfach von mir die Daumen. Wir können etwas Unglaubliches erreichen. Wir können hier gewinnen. Wir können Weltmeister werden. Übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern. Kopfball abgewehrt. Rashid! Sagt er ja auch gerade so schön in diesem Musical. Warum sollen auch nicht Männer weinen? Vor allen Dingen Deutsche. Ich habe noch nie am Musical geweint. Das ist hier so der Fall. Es ist einfach ein grandioses Spektakel und das wird den Erfolg haben, den es verdient. Das hat mich jetzt richtig emotional abgeholt und oh wow, das ist sehr
sehr ergreifend. Es ist Humor drin, man ist kurz vom Heulen. Alles, was Leben ausmacht, ist in diesem Musical. Nach 2,5 Stunden Show und Standing Ovations am Ende löst sich die ganze Anspannung. Der Musical-Traum ist wahr geworden. Nachdem wir so viel gearbeitet haben, so viele Jahre eigentlich gewartet haben, diesen Augenblick zu erleben, ist natürlich das Größte, was man sich vorstellen kann. Wir sind total glücklich und zufrieden und froh, dass wir diese wirklich harte Zeit so belohnt wurden, dass die Leute das lieben und dass das Publikum merkt, das ist was von ihnen und die gehören alle dazu. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Und jetzt fängt die Arbeit erst an, viele Vorstellungen zu spielen. Viele, 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 viele. Hundert, tausend. 400 Vorstellungen im Jahr sollen 650.000 Zuschauer nach Hamburg locken. Es wird sich zeigen, ob dieses Wunder gelingt.